Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, beziehungsweise besser Mittag. Ja, ihr habt gemerkt, die Folge heute Morgen um 4 Uhr war nicht ready, denn ich hatte gestern keine Stimme mehr. Ich habe jetzt auch nur bedingt Stimme. Aber ja, legen wir einfach mal los. Ich wollte die Folge nicht ausfallen lassen, denn hier ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 8. Januar. Heute haben wir dabei Alibaba, Harley Davidson, Sony und Anker. Beginnen tun wir mit Alibaba. Die haben jetzt für stolze 90 Millionen Euro Data Artisans gekauft. Data Artisans ist ein Berliner Startup und die arbeiten so im Bereich Distributed Systems und ich zitiere mal Large Scale Data Streaming Services for Enterprises. Ja, was das genau bedeutet oder wo die damit hinwollen, ich bin echt nicht fit. Ja, mich würde es nicht wundern, wenn die halt auch, wenn wir schon vom Thema Streaming reden, auch bald mal mit einem Streaming-Angebot für ihren Markt oder auch für andere Märkte, also ihren Markt, den asiatischen, aber vielleicht auch für andere in Konkurrenz zu Amazon hinwollen. Schauen wir mal, wir behalten das natürlich hier beim Daily weiter im Auge. Anderes Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist E-Mobilität. Und ganz überraschend hat Harley Davidson jetzt ihr Livewire elektronisches Motorrad final angekündigt, dass es jetzt geordert werden kann, Pre-Order, und im August rauskommt für stolze Pi mal Daumen 30.000 US-Dollar. Ich weiß jetzt selber nicht, was ein Harley Davidson sonst so kostet, aber 30.000 ist wohl schon ein stolzer Preis. Ich bin auch verwundert, dass Harley Davidson ein elektronisches Motorrad anbietet. Hätte ich jetzt irgendwie bei denen nicht erwartet, weil die auch so ein klassischer Motorradhersteller sind. Aber auch die gehen mit der Zeit. Und das Livewire-Motorrad, das kommt in 3,5 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde. Das sind ungefähr 80 km/h, glaube ich, oder so. Hat aber das Problem mit der Reichweite, denn mit einer Ladung kommt man nur 110 Meilen, das müssen so 150 Kilometer sein. Das ist natürlich nicht so toll. Naja, warten wir mal ab, wenn das Ding rauskommt, wie es dann ankommt und wie dann wirklich die Reichweite und alles ist. Ihr wisst ja schon von gestern, CES ist am Start und da gibt es so viele News, da versorgen euch andere Webseiten viel besser und ich pick mir immer nur so kleinere Sachen raus. Eine Sache auch schön als Nachtrag zu gestern hatte ich ja Samsung, die jetzt auch iTunes mit anbieten und AirPlay 2 auf ihren Fernsehern. Und jetzt kommen auch noch LG, Viso und auch besonders Sony, die im Rahmen der CES angekündigt haben, mit ihren neuen Fernsehgeräten AirPlay 2 und auch HomeKit zu unterstützen. Sprich, man kann den Fernseher in eine Szene in Apple HomeKit, in der Home-App, hinzufügen und dann halt auch steuern. Also anmachen, ausmachen, was auch immer. Man kann dann viel einfacher Content über den AirPlay-Button am Mac auf dem Fernseher spielen und auch den Ton des Fernsehers beispielsweise auf anderen AirPlay 2 Lautsprechern wie dem HomePod rausgeben. Schöne Sache, sie nähern sich ein bisschen an, ist für uns Kunden natürlich eine Top-Sache. Ein Gadget, Gadget ist eigentlich der falsche Begriff, weil es ja schon eher so ein Brot- und Butter-Gadget ist nämlich ein Ladegerät, ein kleiner Ladeblock. Und da hat Anker jetzt auf der CES endlich bekannt gegeben, dass der Atom PD1, der war nämlich bereits im Oktober angekündigt, jetzt wirklich kommt, kurz vorm Release steht, für $30 soll er im späten Januar verfügbar sein. Und was ist daran so geil? Das ist so ein kleiner Powerblock USB-C und der hat halt auch Power Delivery, sprich der kann auch ein 12-Inch MacBook oder ein neues MacBook Air und laut Webseite sogar ein 13er MacBook Pro laden. Ich bin gespannt. Und werde mir das auf jeden Fall holen und testen, habe ich richtig Bock drauf. Sieht sehr klein und handlich aus und ersetzt natürlich die größeren Charger, in meinem Fall von Apple, viel besser auch für unterwegs. Also, da wird es auf jeden Fall nochmal was von mir zu geben. Und das war's dann auch. Ich gehe mal wieder meine Stimme schonen und ich hoffe, wir hören uns morgen zur gewohnten Zeit wieder. Bis dann, bleibt positiv, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.